Das ist Gesundheit. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Übergewicht ist eine unheilbare Krankheit, die einem das Leben lang begleitet. Mit viel Geduld und Aufwand kann man zwar zu seinem Normalgewicht zurückfinden. Vielfach haben übergewichtige Menschen nach einem Diätversuch aber noch mehr auf den Rippen als vorher. Wie die Stoffwechselpraxis von der Klinik St. Anna zu Luzern Patienten in ein leichteres Leben begleitet, das zeigt der Beitrag von Cornelia Sutter. Martina Felder hat schon mehrere Diäten ausprobiert. Keine hat richtig angeschlagen. Anders als die schlanken Menschen hat die 31-Jährige kein Sättigungsgefühl. Durch Diäten nimmt sie auf längere Zeit raus sogar an Gewicht zu. Bei jeder Diät muss man auf etwas verzichten. Und sobald man wieder irgendwie normal probiert zu essen, was irgendwann auch eigentlich sollte möglich sein, geht es einfach nicht. Dann nimmt man einfach wirklich viel mehr wieder zu, weil der Körper sich dann an dieses gewöhnt ist. Und sobald wieder mehr überkommt, ist es dann halt einfach so, dass man dann wieder viel mehr zunimmt. Von der Stoffwechselpraxis St. Anna Luzern bekommt Martina Felder jetzt Unterstützung. Ihr soll ein Magenbypass eingesetzt werden. Ein Bypass, der das Sättigungsgefühl zurückbringt. Das wissen die meisten Menschen aus eigener Erfahrung. Man kann sehr gut eine Restaurantportion essen und noch ein Dessert und noch einen Salat. Unser Magen kann 2-3 Liter gut fassen. Nach der Operation, wenn man sich ein Viertel von einer Restaurantportion vorstellt, ist das etwa die Menge, die man einen Monat nach der Operation essen kann. Ein halbes Jahr, ein Jahr nachher, etwa ein Drittel Restaurantportion. Und das 3-mal im Tag. Und damit ist man satt. Dass es auch ohne eine Operation geht, hat Iris Schüpfer eindrücklich bewiesen. 130 Kilo hat die 33-Jährige vor einem Jahr noch auf die Waage gebracht. Heute ist sie dank hartem Training in der Physiotherapie ganze 47,5 Kilo leichter. Physiotherapie soll den Patienten helfen, Übergewicht zu reduzieren, aber auch das erreichte Gewicht zu behalten und erste Beschwerden zu lindern. Wieso aber kommt es zu so starkem Übergewicht? Es braucht dazu mal eine Veranlagung, wo bestimmen tut, was macht der Körper jetzt mit den vorigen Kalorien. Und dazu langen eben nur schon mal 50 Kalorien am Tag zu viel. Das heisst, wir haben ein halbes Joghurt, wir haben ein kleines Äpfel oder ein Sechstel Cervela. Wenn Sie das jeden Tag zu viel essen, dann können Sie in 10 Jahren 20 Kilo zunehmen. Zum erfolgreich Abnehmen bietet die Stoffwechselpraxis ein Rundum-Programm. Genauso wichtig wie die Ernährungsberatung, die Physiotherapie und eine allfällige Operation, sagt laut Frau Dr. Potocna auch die psychologische Betreuung. Nur so hat Toni Schaffert geschafft, von seinen 147 Kilo weg wieder auf ein normales Gewicht zurückzufinden. 55 Kilo weniger, die ihm den Alltag enorm erleichtern. Ich war ja früher in der Auswahl in einem Einkaufszentrum. Da war ich den ganzen Tag auf den Beinen, also rumgelaufen. Natürlich, am Abend hat man das recht gemerkt. Und ich mache noch ein bisschen Open Musik, oder? Und wenn ich Musik gemacht habe, habe ich geschwitzt, das Wasser ist mir so runtergelaufen, oder? Und vor allem das Schwitzen ist natürlich sehr unangenehm, wenn man auch beim Arbeiten, oder? Wenn man den ganzen Tag zwei Nasentücher immer abputzen muss, wenn man nur drin will. Trotz dem Erfolg weiss der Toni Schaffert, Übergewicht ist nicht heilbar. Es ist eine Krankheit, die einem das Leben lang begleitet. Die Stoffwechselpraxis hilft den Patienten zwar beim Abnehmen und auch darüber hinaus. Gehen muss aber jeder Patient seinen Weg selber.